Hallo ihr Lieben, wir machen heute das nächste Interview und zwar mit Ralf Müller-Amenitsch. Ich freue mich mega, dass du da bist, lieber Ralf. Ralf ist Rechtsanwalt und Experte für veganes Recht. Er hat auch Bücher zu dem Thema geschrieben und da kommen noch ganz viele Veröffentlichungen. Er hat sehr viel veröffentlicht. Wenn ihr ihn googelt, findet ihr ganz viele Interviews. Und Ralf, möchtest du noch was ergänzen zu der Vorstellung? Im Moment nicht. Okay, gut. Ralf, du bist auch immer wieder gefragter Experte, wenn es um das vegane Recht bei Kinderernährung geht und bist auch immer wieder mal vor Gericht und vertrittst vegane Eltern. Wie ist das jetzt, also wenn wir uns jetzt mal von Anbeginn der Kindesentwicklung auch in dieses Thema reinbewegen, eine Frau wird schwanger und ist Veganerin und sagt, ich möchte mich weiter vegan ernähren. Hat sie rechtliche Probleme, wenn sie das für sich beschließt? Generell nein. Ich muss so ein bisschen ausholen, also damit das Laien halbwegs verstehen können. Unsere Familiengerichte, die sind wirklich sehr bodenständig, sehr vernünftig und auch sehr fair. Unsere Familiengerichte achten lediglich darauf, ob das Kindeswohl gefährdet ist. Also alles, was die Gesundheit des Kindes gefährdet, wird von den Familiengerichten kritisch gesehen und kann im Extremfall auch zum Entzug des Sorgerechts führen. Jetzt haben wir einerseits diese wirklich klassische Kindeswohlrechtsprechung und andererseits diese sich permanent ändernden Meinungen zur Bedenklichkeit, Unbedenklichkeit von veganem Essen bei Kindern, beim Stillen und insgesamt in der Ernährung. Und bei uns ist immer noch für die Familiengerichte, interessanterweise nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, die Meinung der deutschen Gesellschaft für Ernährung maßgebend. Das kann man kritisch sehen. Wir sind jedoch den Weg gegangen, um mit denen zu kommunizieren. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat sich jetzt tiefgründiger mit dem Thema Veganismus auseinandergesetzt. Also sie haben gesehen, naja, die Menschen ernähren sich ohnehin vegan und die haben jetzt Empfehlungen dafür ausgesprochen, wenn man sich vegan ernährt, was sie bei Kindern nicht empfehlen. Früher haben sie davon abgeraten, also schon eine wichtige Nuance. Dann sollte man gewisse Sachen beachten und diese Gebrauchsanleitung muss man einfach nur einhalten als Elternteil. Das bedeutet, man muss auf gewisse potenzielle Mangelzustände achten, B12 screenen, Eiweiß etc. Das kann man alles sehr gut auf der Homepage von denen nachlesen oder auch in verschiedenen Veröffentlichungen. Zum Beispiel bei mir im Buch oder auch, ich betreibe ja, wie du weißt, für Peter auch in deren Homepage den Blog Veganes Recht. Also dort gibt es auch Tipps dazu. Also das kann man nachlesen. Dann braucht man noch einen Kinderarzt, der dem Veganismus aufgeschlossen ist und der bei Bedarf diese Tests auch durchführt und auch bestätigt, dass es keine Mangelerscheinung gibt. Also generell gar kein Problem. In der Fachwelt hat es tatsächlich auch, also in der juristischen Fachwelt, auch kritische Betrachtungen gegeben. Es gibt einen Fachaufsatz, der heißt so ungefähr Veganismus als Indiz der Sorgerechtsgefährdung. Aber es ist tatsächlich so, man muss einfach nur vernünftig umgehen, Mangelzustände im Blick haben und dann auch mit ärztlicher Hilfe, falls sie auftreten, vegan behandeln. B12 natürlich supplementieren. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Das einzige Problem, für das ich allerdings jetzt auch eine Lösung habe, ist das Thema Stillen. Ja, also wenn Mütter nicht stillen können, dafür gibt es ja verschiedene Ursachen, das wisst ihr alle viel besser. Ein Beispiel jetzt aus der Praxis ist, wenn eine Mutter Psychopharmaka nimmt, und dann aufgrund, also es gibt so eine Medikamentenliste, bei welchen Medikamenten man nicht stillen darf. Die gibt es öffentlich im Netz. Ich werde sie demnächst auch mal bei Peter reinstellen. Oder hast du sie irgendwo veröffentlicht? Nein, also wenn man eins dieser Medikamente... Bei Embryotox eigentlich auch immer nachschauen. Bei Embryotox kann man auch schauen, welche
Medikamente Auswirkungen haben, auch bei Schwangerschaft und Stillzeit auf das Ungeborene, welche da unbedenklich sind oder nicht? Aber es gibt tatsächlich kontraindizierte Medikamente, also bei denen man dann nicht stillen darf. Und wenn man unter diese Gruppe fällt als stillende Mutter, dann stellt sich die Frage, ja, wie kann ich denn dann mein Kind so ernähren, dass es dem Kindeswohl entspricht? Und die Supplemente, die jetzt auf dem Markt angeboten werden, sind einfach noch nicht wissenschaftlich hinreichend untersucht. Das ist auch so insgesamt das Problem von der veganen Kinderernährung. Wir haben einfach noch nicht genügend wissenschaftliche Daten, damit so eine Institution wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sehr auch sehr vorsichtig ist mit ihren Aussagen, gewichtige Aussagen trifft. Ja, bis dahin halten sie sich bedeckt. Und ja, also da ist im Moment die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sehr kritisch in dem Punkt, was die Supplemente anbelangt. Und da habe ich jetzt eine ganz einfache Lösung und die heißt Muttermilch-Tauschbörse. Ja, also andere Mütter, die jetzt im Moment zu viel Milch haben, die geben die in die Tauschbörse. Also wenn so ein Fall eintreten sollte und ein anderer Sorgeberechtigter jetzt darauf drängt, dass das Sorgerecht entzogen wird, weil die vegane Mutter nicht stillen kann und zweifelhafte Supplemente verwendet, dann sollte man einfach zur Muttermilch-Tauschbörse gehen. Dann ist das Problem gelöst. Dann kommt wahrscheinlich von einigen veganen Mamas oder Eltern, ja, wenn jetzt die Frauen tierische Produkte gegessen haben, ist dann die Milch noch vegan? Hast du dazu mal irgendwas gehört? Naja gut, das ist jetzt ein philosophisches Problem. Das finde ich sehr spannend, weil wir gerade, also ich bin jetzt gerade bei der internationalen Definition, was ist vegan überhaupt im Handel? Jetzt beim Menschen, was ist vegan? Also die Muttermilch generell ist vegan. Ja. Wenn man sich nicht vegan ernährt, ist das, denke ich, ein Zweifelsfall. Da würde ich gern tiefer drüber nachdenken, bevor ich mir da eine eigene Meinung bilde. Das finde ich schon ein spannendes Thema. Aber ich würde den Müttern dann doch empfehlen, gründet doch eure eigene Muttermilchtauschbörse von veganen Müttern. Das steht doch an. Ja, und wir stellen die dann auch auf unsere PETA-Homepage. Ja? Weil es geht ja auch wirklich darum, also das ist ja wieder mein Thema jetzt, wieder die Ernährung. Auch die Muttermilch letztendlich ist abhängig davon, was die Mutter isst. Und es gibt diverse Nährstoffe, die nicht in der Muttermilch sind, wenn sie nicht zugeführt werden. Und wir haben natürlich, wenn wir jetzt uns an der allgemeinen Bevölkerung da orientieren, sehr viel Unwissen. Also ich war da in normalen Müttergruppen auch schon drin als Expertin für Ernährung. Und da kam dann auch so die Frage, ja, interessant, also ich denke auch die ganze Zeit, mein Kind ist so gesund, die bekommt die gute Muttermilch und ich esse den ganzen Tag nur Kekse und irgendeinen Mist und ich denke, wow, krass, ja, also dass diese Connection gar nicht gemacht ist, dass die Qualität der Muttermilch natürlich auch davon abhängt, was die Mutter isst. Und das finde ich echt spannend, ne? Weil eine Veganerin andersrum, also da ist ja das Bewusstsein da, eine Veganerin, die stillt, die bekommt es in der Regel ständig zu hören, ob die Milch überhaupt sättigend für das Kind sein kann. Und wenn das Kind dann mal aus irgendwelchen Gründen weint, wird gerne gesagt, die Milch kann ja nicht gut sein, weil du ja nur vegan isst. Das kann das Kind ja gar nicht satt machen. Und da ist eben ganz viel Unwissen da, weil die Makronährstoffe, die Zusammensetzung, die bestimmt der Körper und die ist eigentlich immer gleich. Ab bisschen Fettsäuren, das Verhältnis verändert sich so ein bisschen, aber die Menge von Fett, also solange die Mutter nicht völlig unterernährt ist, also die ganzen sättigenden Nährstoffe, das macht der Körper ganz alleine. Und da geht es eher so um die Mikronährstoffe, die dann vielleicht nicht vorhanden sind. Naja, aber du hast recht, das ist philosophisch am Ende. Ja, also ich würde, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man sich damit unwohl fühlt und allein das reicht mir eigentlich schon, um nach einer Alternative zu suchen. Wie man das jetzt bewertet, möchte ich noch ein bisschen überlegen. Ich tendiere so aus dem Bauch heraus zunächst dafür, das als nicht vegan bezeichnen zu wollen.
Ja, ähnlich. So Fragen, wir haben ja jetzt ähnliche Fragen auch bei unseren Definitionen. Wenn du ein veganes Produkt nicht vegan verpackst, ja, ist das noch vegan? Oder vielleicht auch ein cooles Beispiel jetzt der Impossible Burger. Ja, der wurde ja an Tierversuchen getestet, Oh. diese Häm-Geschichte. Ja, kann man das noch als vegan bezeichnen, so ein Produkt? Also es gibt gerade sehr viele neue Fragestellungen, für die wir erstmal eine sinnvolle, faire und praktikable Lösung finden müssen. Also da sind jetzt gerade auch Tierrechtsorganisationen, Verbände, viele Denker sind an diesen Themen dran. Also ich bin sehr gespannt, zu welchen Lösungen wir da noch kommen werden. Das ist wirklich spannend. Ja, wir haben dieses Thema ja auch beim Buch. Also bei unserem Buch wird ja komplett vegan produziert. Also, und das ist eben nicht nur, also die Farben, das Papier. Also wenn du zum Beispiel Oh. Umweltpapier nimmst, dann wäre das nicht vegan, Ja, weil ich weiß, ich weiß. Also ich kenne bislang nur einen Publisher, der auch darauf achtet, dass kein Knochenleim verwendet wurde. genau, ja, das gehört alles dazu. Also es ist bei uns Wow, super. tatsächlich komplett. Also es gibt jetzt, mein Verlag hat zwei Druckereien jetzt zur Auswahl, eine in Deutschland, eine in Österreich. Und die achten dann aber auch darauf, dass sie eben alternative Energien verwenden und. Also so, dass eben ganz, ganz viele Aspekte damit beachtet werden. Das ist ganz spannend, aber dieses Thema kenne ich auch. Nochmal kurz zu diesen Säuglingsmilchersatznahrung. Es gibt ja einige Studien für im Bereich Soja-basierte Säuglingsmilchersatznahrung, die unbedenklich sind, aber das reicht der DGE noch nicht aus. Ja, also du musst jetzt mal so den Fokus eines Richters einnehmen. Ja, blende jetzt mal alles, was du an ökotrophologischem Wissen hast, aus. Ja, und nimm jetzt mal so den Blickwinkel eines Richters ein. Der Richter hat Ahnung von Recht, aber keine Ahnung von Ernährung. Ja, in der Regel. Ja. Und der muss ja auch nicht alles wissen, der Richter. Und dafür hat man dann Sachverständige. Ja, und die Institution, die sozusagen als institutioneller Sachverständiger gilt, ist nun mal die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das ist also der erste Blick, den der Richter hat. Der sagt, was empfehlen die? Und danach richtet er sich. Ja, das kann man dann versuchen zu entkräften, aber dann ist man schon gleich in einer problematischen Schiene. Ich möchte gar nicht, dass vegane Eltern in diese Schiene reinkommen, weil da ist das Sorgerecht gefährdet. Ja, Wollen wir nicht. witzig. Ja? Also brauchen wir nicht von vornherein geschickt sein, dann kommt man nicht in diese Probleme rein. In dem Moment, wo das Kind jetzt 6 Monate alt ist, also Schwangerschaft haben wir damit im Grunde genommen, haben wir das ja erledigt. Oh, nee, eine Frage fällt mir noch ein. Weil du vorhin gesagt hast, man soll sich einen Arzt suchen, der dem Veganismus gegenüber offen ist. Es ist im Grunde genommen auch immer meine Empfehlung, weil ich sage, wenn mal wirklich eine Krankheit vorliegt, und die kann sein, egal wie man sich ernährt, auch ernährungsunabhängig, braucht man jemanden, der ohne so eine Brille mit Schwächenzoom einfach drauf guckt und sagt, okay, ich bin aber vollständig informiert. Ich weiß, diese Person oder dieses Kind, die essen vegan. Das heißt, die Ernährung werde ich natürlich auch checken, kann da irgendwas sein. Aber ich gucke es mir auch davon unabhängig an und sage nicht, das muss auf jeden Fall an der veganen Ernährung liegen, sondern dass man es als Aspekt natürlich, als möglichen Aspekt, die Ernährung muss immer mit einfließen in eine Diagnose oder um zu sehen, wo kommt eine Krankheit her. Deshalb finde ich das auch echt wichtig, dass man jemanden hat, aber das ist ein ganz, ganz riesengroßer Punkt. Deshalb möchte ich dich auch dazu fragen. Also das heißt, aus juristischer Sicht wäre es für die Eltern auf jeden Fall wichtig, den Arzt einzubeziehen auch, weil es gibt viele Eltern, die eben genau vor dieser Frage stehen, soll ich das überhaupt machen oder nicht? Also da gibt es nämlich auch philosophische Ansätze über diese Frage. Nämlich, ne, wenn du ein gesundes Kind hast und der Arzt nie sieht, dass es vegan ist und der Kind kriegt es nur bei kranken Kindern mit, dann hat er natürlich die Meinung, dass es vegan nicht funktioniert, ne? Na gut, also mein Rat ist sehr praktisch, ja, und ich habe ja nur mit Problemfällen zu tun. Ja. Ja, und Problemfall wird man schnell. Das Schlimmste oder die größte Katastrophe, die veganen Eltern passieren kann, ist, dass
dass das Kind aus welchem Grund auch immer hospitalisiert wird, also ins Krankenhaus kommt und dann treffen sie auf einen Arzt, der vegan-kritisch ist und eine Kindeswohlgefährdung beim Jugendamt anzeigt. Ja, dann sieht es richtig, richtig düster aus. Und ich versuche jetzt einfach so Sicherheitsstrukturen einzubauen. Ja, wenn ich jetzt, wenn aus irgendeinem Grund mal das Kindeswohlgefährdung aufgrund der veganen Ernährung eingebracht wird und ich lege einen Attest vor von meinem Kinderarzt, dass er alle klassischen Mangeltatbestände abgecheckt hat und die nicht vorliegen, dann ist man auf einer guten Seite. Das ist so der Grund. Welche anderen Ansätze es da geben mag, verstehe ich alles, respektiere ich alles. Aber wenn ihr eine Sicherheit einbauen wollt, dann macht das lieber so. Und genau dazu gehören wahrscheinlich auch Blutuntersuchungen. Ja, natürlich. Ja, dann hätte man schwarz auf weiß. Ich das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist alles toll so. Ja? Ja. Mein Ansatz ist, wollt ihr eure Kinder sicher behalten, macht das lieber so. Ja. Ja, also jetzt ganz pragmatisch und praktisch. So. Genau, ja, klar, ist ja richtig, ne? Also wir fahren ja auch irgendwie nicht ständig über rote Ampeln, weil wir unseren Führerschein behalten wollen. Ja. Also ich finde, man kann das alles vielleicht besser verstehen. Wir sind eine Minderheit, hoffentlich noch, ja, und Minderheiten haben immer so ein Phänomen, das nennt sich strukturelle Diskriminierung. Also wir passen nicht in die Strukturen und deshalb haben wir halt ein bisschen mehr zu tun als andere Menschen. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen umsichtiger. Und deshalb empfehle ich das. Genau, also okay, wir halten fest, den Arzt einweihen und sich ausreichend untersuchen lassen, um nachzuweisen, ich mache hier irgendwie alles, was ich kann, ich berufe mich auf gute Quellen, habe mich informiert und mache das genauso eben, wie auch die Fachgesellschaft das dann sagt, also dass man das auf jeden Fall mit einbezieht, was die DGE sagt. Für stillende Mütter, wenn sie eben nicht, also das Beste ist stillen und wenn es nicht geht, am besten eine andere Muttermilch zu finden, im Idealfall von einer anderen Veganerin, vielleicht über eine Facebook-Gruppe oder so organisiert. Ne? Es gibt ja große Elterngruppen. Bei Facebook zum Beispiel. Das wäre schon mal gut. Und Blutuntersuchung, Arzt einweihen, Arzt untersuchen lassen. Ja, also ich denke auch, der dem Veganismus aufgeschlossene Kinderarzt ist auch aus anderen Gründen sinnvoll. Ja. Sollte das Kind irgendwelche Mangelerscheinungen entwickeln, möchte man ja auch vegane Medikamente haben. Ja. Auch dafür ist es viel besser, einen Arzt zu haben, der sich mit dem Thema gut auskennt. Genau, der das mit respektiert. Mhm. Und ansonsten kenne ich auch keinen, ich glaube, der da nicht eine Grenze zieht und sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwelche Medikamente benötige und die gibt es halt eben nicht vegan und die sind aber lebensnotwendig, dann würde jeder die nehmen, denke ich. Ja, auch da kann ich sagen, wahrscheinlich noch dieses Jahr veröffentliche ich bei Peter eine doch umfangreichere Broschüre, das Recht des veganen Patienten. Und da ist auch einiges zu dem Thema Medikamente mit drin. Das ist sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. So, dann haben wir jetzt quasi das Kind, was irgendwann in die Betreuung geht, nämlich Kita. Und da hast du sehr viel Erfahrung schon dazu gesammelt, weil da hast du einige Eltern schon vertreten. Wie ja, also ich muss so sagen... Aus rechtlicher Sicht. Genau. Ja, aus rechtlicher Sicht. Aus philosophischer, das ist nochmal was anderes. Naja, Kita ist tatsächlich im Moment der Bereich, in dem ich die meisten Fälle habe. Und das finde ich sehr schade. Ja. Ja. Weil das ist irgendwie unnötig. Und es ist auch zeitlich befristet. Ja, also sobald, und daran sollten wir alle arbeiten, sobald alle großen Caterer veganes Essen zur Verfügung stellen, haben wir kein Problem mehr. Mhm. Weder an den Kitas noch an den Schulen. Also auch hier praktische Lösung. Rechtlich, und da war ich bei Schulen mit bis zum Bundesverfassungsgericht. Das ist eine komplexe Sache. Ich versuche es
möglichst einfach und verständlich darzulegen. Wer sich da tiefergehend für interessiert, kann das in meinem Buch nachlesen oder in den verschiedenen anderen Fundstellen, die ich genannt habe. Also wir haben garantiert das Selbstversorgungsrecht. Ja? Also wir sind sozusagen als Menschen, die sich ethisch ernähren wollen, egal aus welchem Grund, Gesundheit, Umwelt, Tierschutz, Tierrechte, nicht Tierschutz, Tierrechte. Wir haben sozusagen das Menschenrecht nach Artikel 9 Europäischer Menschenrechtskonvention. Das fällt unter unsere Gewissens- und Glaubens-, Meinungs- und Weltanschauungsfreiheit nach unserer Verfassung und unter das Erziehungsrecht der Eltern. Das sind so die unsere Grundrechte und in die darf uns der Staat nicht reinregeln. Mhm. Ja? Das heißt, wir dürfen uns so ernähren, das kann uns keiner verbieten. Ausnahme natürlich, ein Kind würde sterben, ja, Kindeswohlgefährdung. Dann dürfte der Staat ausnahmsweise eingreifen. Aber prinzipiell dürfen wir das. Das heißt, wir dürfen uns selber vegan versorgen, egal wo wir sind. Ja, das ist so ein Grundsatz. Selbstversorgungsrecht, auch im Knast gilt das. Wow. Vorausgesetzt, man kann es organisieren. Ja. Genau, es gibt vielleicht auch vegane Mütter im Gefängnis, wer weiß. Ne? Oh. auch denkbar. Dann so die nächste Frage ist, können wir vom Staat verlangen? Die fand ich jetzt sehr spannend, die Frage, weil da gab es unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen. Können wir vom Staat verlangen, dass er uns veganes Essen in seinen Institutionen gibt? Und da sind wir jetzt auf dem Stand, den ich nicht optimal, aber absolut fair finde. Ja? Also generell, die Grundrechte sind nicht dazu da, dass der Staat uns versorgen muss. Das verstehen viele Menschen falsch. Die schützen uns nur. Wenn wir vom Staat was wollen, reichen die Grundrechte per se nicht aus. Dann haben wir nur einen Ausnahmefall, wenn der Staat jetzt zum Beispiel sagt, okay, bei mir kriegen alle Kinder in der Kita, die jüdischen Bekenntnisse sind, koscher und die Muslime kriegen halal. Dann sagen wir, hey, wir Veganer wollen auch ja, gleich beteiligt werden. Und so verstehe ich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Also wir werden genauso behandelt wie andere Minderheiten. Also dieses, und das ist ja Recht, ja. Gleiche Behandlung von gleich zu betrachtenden Sachverhalten. Insofern sind wir da in Deutschland eigentlich in einem nicht optimalen Standard, aber ganz cool. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der Gesetzgeber, wie in Portugal regelt, Anspruch auf veganes Essen in allen öffentlichen Institutionen, dann kann ich mich wieder anderen Aufgaben zuwenden. Da gibt es noch genügend andere interessante Aufgaben. Okay, also das heißt, jetzt übersetzt nochmal, also die Eltern dürfen veganes Essen mitbringen zum Frühstück und zum Mittagessen auf jeden Fall. Ja. Und vorausgesetzt, in der Kita wird auch Halal, Koscher und so weiter angeboten. Ohne Schweinefleisch ist ja eh der Standard schon meistens. Das heißt, dann kann ich auch verlangen, dass das Kind veganes Essen bekommt. Nee, das ist bei öffentlichen Einrichtungen. Ach so. Wir müssen hier unterscheiden zwischen öffentlichen und privaten. Das macht es jetzt nochmal ein bisschen komplexer. Aber man hat das Selbstversorgungsrecht und das Selbstversorgungsrecht habe ich jetzt immer durchgekriegt. Es gibt dann manchmal Auflagen, die finde ich auch verständlich. Also, dass die Eltern sich dann verpflichten müssen, die nahrungshygienischen Vorschriften einzuhalten und auch eine Haftungserklärung abgeben, wenn andere Kinder sich an ihrer Ernährung infizieren, dass sie dafür haften. Das ist zwar selbstverständlich, aber das sind dann noch so Einschränkungen, die es im Rahmen der Selbstversorgung geben mag. Ja. Bei privaten Kitas, und das Thema Kita ist einfach sehr unschön, weil es gibt einfach zu wenig Kita-Plätze und wenn man so ein bisschen aus dem Raster fällt, kriegt man sein Kind nicht unter. Das ist so das wieder strukturelle Diskriminierung, unter der wir Betroffene leiden in dem Bereich. Das können wir nicht ändern, müssen wir hinnehmen. Ich würde einfach empfehlen, im Vorfeld zu schauen, welche Kita ist offen dafür. Und wir haben in vielen Fällen auch erreicht, dass die Kita sogar ihr Angebot umstellt.
Ja, dann ist auch die Frage, wie kommuniziert man mit denen? Also kommuniziere ich vorwurfsvoll, ja, drohe ich gleich mit einer Schadensersatzklage wegen Diskriminierung, ja, oder sind wir erstmal der Charming Boy und sagen, hört mal, ihr seid doch eine nachhaltige Kita. Habt ihr nicht mal über euren CO2-Fußabdruck nachgedacht? Ja, ganz aktuelles Thema. Passt doch ins Bild, das auch mit anzubieten. Und dann eröffnet man so eine Diskussion, bei denen es dann auch um Gleichbehandlung, um Diskriminierung und so weiter geht. Und wenn man so freundlich argumentiert, kann man mehr erreichen. Manchmal ist halt auch ein Anwaltsbrief hilfreich. Ja. Ich finde es schade, am liebsten würde ich mich da nicht immer mit beschäftigen müssen. Ja, das verstehe ich, weil so vom Gefühl für mich als Mutter denke ich so, wie, ich gehe jeden Tag da rein und raus, das ist was anderes als nochmal in der Schule. Ich sehe die jeden Tag, die Erzieher, die Kita-Leitung sehe ich auch meistens jeden Tag aus dem Büro gucken. Und wenn man schon so quasi einsteigt, das ist natürlich nicht unbedingt... Wer weiß, am Ende leidet vielleicht das Kind drunter oder so, wie wir dann vielleicht denken. Ne? Und es ist ja auch so, also ich will nicht, dass die Kinder jetzt von unserer Community von vornherein immer als Sonderling gestempelt sind. Ja, deshalb ist so die Caterer-Lösung die Lösung der Zukunft. Alle kriegen ihr Essen vom Caterer und da ist dann halt was anderes dabei. Aber die sind alle im gleichen Rahmen, das ist auch wichtig. Dann sind sie nicht so Sonderling. Und dann schaut vielleicht der andere, was hast du denn da, ist lecker. Will das dann vielleicht auch haben. Genau, genau. Also es muss auf jeden Fall eine praktischere Lösung her, auf jeden Fall. Wie du sagst, die Caterer, das ist ein super Ansatz. Ich hatte das, wenn wir jetzt mal weiter gucken, Schule, also mein Großer ist ja 15 und bei ihm war das Thema an der Schule, es war ein ganz gruseliger Caterer dort, der eigentlich jeden Tag Fleisch gemacht hat, für den war Tomatensauce, war verdünnter Ketchup. Also die Lehrer, die Schüler durch die Bank, sie haben gesagt, das ist eigentlich nicht genießbar, obwohl es ständig Döner, Chicken Nuggets und so weiter gab. Und die Schule ist dann, vor 2 Jahren wurde die UNESCO-Schule. Und es ist eine der größten Stadtteilschulen Hamburgs. Es waren eben nicht nur dieses Problem, dass das Essensangebot, also wirklich völlig weder nach DGE-Standards, was ich sehr überraschend finde, dass sowas dann eben funktioniert, auch die Qualität wirklich schlimm war. Es war halt ein Caterer, der eine Gewinnabsicht hatte. Und ich finde das manchmal wirklich fehl am Platz, wenn es um die Ernährung unserer Kinder geht, wo ein Essen für in Hamburg 3,50 Euro gestellt werden muss. Ja? Und genau, und das war aber auch so aus Umweltaspekten. Die hatten eben diese Durstlöscher, diese Tetrapacks mit gezuckertem, gefärbtem Wasser im Grunde genommen, die dann überall auf dem Schulhof rumflogen. Und so hat eben die Schulleitung angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Die Lehrer waren sowieso auf der Seite, weil die ja selber dort mitessen und sagen, oh, es war nicht zu ertragen. Und so ging das dann in den Ganztagesausschuss und ich habe das mitbekommen, der tagt öffentlich und ich wurde dann halt, ich habe gesagt, ich möchte da gerne mitmachen, wurde ganz offiziell eingeladen. Und wir haben jetzt das zweite Schuljahr schon einen super Caterer, der nur regional einkauft, komplett Bio kauft, überwiegend Verbandsware, Bioland und Demeter nutzt, einen Tag die Woche Fleisch, einen Tag die Woche Fisch hat, ganz kleine Stückchen, weil es eben sonst finanziell auch nicht machbar ist. Und er sagt, die sind portioniert. Die anderen Sachen, die ganzen Beilagen, können die sich eben selber nehmen. Und dann wird auch darauf geachtet, dass sie nicht zu viel nehmen, dass nicht so viel wegfliegt und so weiter. Und der große Diskussionspunkt war, wie viele nutzen das dann? Werden dann nicht plötzlich viel weniger Essen gekauft, wenn es auch so ein Gesuch auf einmal? Und die Wahrheit ist, dass am Ende des ersten Schuljahres mit diesem Caterer tatsächlich doppelt so viele essen. Täglich verkauft wurden. Ja, toll, das freut mich. Ja, und es ist eine richtig tolle Geschichte und ich bin da auch gerade dran, versuche so ein bisschen die Aktion Pflanzenpower da mal reinzubringen. Ich habe das zwar schon die ganze Zeit gesagt, aber am Anfang war immer so, aber jetzt war doch ein bisschen mehr Interesse da. Also das ist so auch ein Beispiel nochmal, wie man sich einfach als Elternteil einbringen kann. Natürlich, ihr habt ja, also Eltern haben ja auch an der Schule Rechte und die können sich dort einbringen in die Schulgremien und auch so in den Elternbeirat aktiv werden und dort natürlich auch auf die Schulernährung und auf den Caterer achten. Vielleicht in dem Zusammenhang,
weil das immer wieder in der Diskussion ist mit Caterern, die sagen, wir wollen uns nach den Vorschriften der DGE richten und dann können wir vegan nicht anbieten. Das stimmt nicht. Ja? Du hast eigentlich gerade sehr coolen Weg beschrieben, wie das geht. Also auch nach den Vorschriften, nach den Empfehlungen der DGE haben wir ja an 3 Tagen eine vegane Ernährung. Ja? Genau. Das heißt, wir brauchen an den anderen beiden Tagen, können die weiter ihre vegane Ernährung anbieten, ihre omnivore Ernährung anbieten. Und die Veganer haben dann, ich nenne das so, das jetzt aus dem Knastrecht, Komponentenwahlrecht. Also die können sich dann aus den anderen Komponenten doppelt bedienen. Genau. Ja? Und so haben wir, so können die Caterer die DGE-Kriterien einhalten und die Veganer sind mitversorgt. Und natürlich, wenn wir an unseren Planeten denken, an CO2 und an unsere Gesundheit, ja, dann bin ich auch ein starker Bio-Befürworter. Wir hatten es ja gerade im Vorgespräch, vielleicht ist das die richtige Stelle, das einzubringen. Also ich bin jetzt gerade bei der Definition von veganen und vegetarischen Produkten im internationalen Bereich, also im ISO-Bereich. Und da stellen sich so Fragen, wie ist das bei biologischem Lab? Ja? Das heißt, mikrobielles Lab, also zur Käsegerinnung, gibt es ursprünglich so den Kälberlab und als Alternative gibt es mikrobielles Lab. Und das gibt es aber auch genmanipuliert. Das heißt, es werden halt Kälbergene in diese Pilze, die dann für die Gerinnung sorgen, implantiert. Können wir das dann noch als vegetarisch und vegan bezeichnen? Spannende Frage. Aber wenn man sich mal das Setting anschaut, wer will denn sowas essen? Ja. Ja? Also ich kann nur sagen, wer sicher sein will, der sollte sich unbedingt biologisch ernähren. Ja. Ja, also diese Nahrungsmittelindustrie, was da alles passiert, ohne dass uns das als Verbraucher bewusst ist, wirklich unangenehm, bedenklich, widerlich. Also, deshalb ist man bei Bio auf einer besseren Seite. Das würde ich jetzt jungen Eltern empfehlen. Ich weiß, das Leben wird immer teurer. Aber nehmt euch ein Beispiel an den Franzosen. Ja. Ja. Die haben ein größeres Budget für Essen. Und die Italiener auch. Also sehr viele Länder. Ne? Die haben eben mehr das Budget für Autos. Und ich glaube, wenn wir jetzt aus Klimaschutzgründen auch irgendwie öfter und das Auto stehen lassen oder ich weiß, wenn man Kinder hat, ist es nicht ganz so einfach teilweise ganz auf ein Auto zu verzichten. Aber im Grunde genommen hier in der Stadt haben wir schon super Alternativen. Aber mit Kindern ist es manchmal schwierig. Ne? Also kleinere Kindersitze müssen umhergetragen werden. Hunde dürfen gar nicht rein. Da wird es immer ein bisschen schwierig. Aber im Grunde kann man wirklich viel tun, gebraucht kaufen und das ist dann einfach fürs Essen frei. Also ich habe es immer geschafft und ich bin alleinerziehend jetzt seit vielen Jahren und selbst als ich komplett im Aufbau war, habe ich trotzdem Bio gekauft. Mhm. Und das, Das zahlt sich so in Lebensjahren später irgendwann mal aus. Ne? Das ist einem halt so im kurzen Moment des Essens nicht bewusst. Aber das, man hat dann schon eine bessere Fitness und wohl auch eine höhere Lebenserwartung, zumindest nach meiner Einschätzung. Ja, vor allem, ich habe das in Gesprächen tatsächlich ganz oft mit den Eltern, weil die sind so gut informiert schon. Natürlich, die zu mir kommen, interessieren sich ohnehin für dieses Thema Ernährung. Und wir haben so oft diese Gespräche, ja, Selen, ja, da muss man Paranüsse nehmen, Achtung, die sind aber radioaktiv belastet, darfst du auch nicht so viel. Ja, wie sieht's aus mit Algen? Ich bin ja ein totaler Algenfan. Ich habe gestern das Interview geführt mit Jörg Ullmann, um auch über dieses Thema aufzuklären, worauf muss man achten, wo kauft man ein, wo findet man Hersteller, die transparent arbeiten, wo man sicher sein kann, da gibt's Analysen, was, wo, ja, so dieses ganze Thema. Ich merke immer, dass, ja, egal, wenn man über Ernährung spricht, man muss so genau aufpassen, weil es gibt so viel Verschmutzung und inzwischen auch im Meer, ne, du hast dieses Thema Mikroplastik, du hast das Thema Schwermetalle, Radioaktivität, Genmanipulation, Pflanzenschutzmittel, Insektenschutzmittel.
Wahnsinn, was alles im Essen drin sein kann. Und wenn man in diesen Bio-Bereich geht, beim Thema Algen ist es nicht so, dass dann da geguckt wird, wie die Schwermetallbelastung ist. Das ist zum Beispiel wichtig zu wissen, dass eben nur die Anbaubedingungen kontrolliert werden. Aber ansonsten ist es eben so, dass wir zumindest wissen, dass gewisse Pflanzenschutz, und also Pestizide, Insektizide nicht eingesetzt werden. Und auch keine Genmanipulation. Und keine Genmanipulation. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt in den Bereich Demeter gucke, also ich versuche immer Demeter-Ware zu bekommen, durch den Anbau, dadurch, dass die immer die Felder wechseln und nicht immer das gleiche anbauen, immer das Kartoffelfeld ist immer das Kartoffelfeld, sondern dass ein bisschen getauscht wird, dass eben die Böden sich erholen können und die Nährstoffausbeute doch wahrscheinlich auch ein bisschen höher ist in vielen Dingen. Ne? Auch wenn die generell immer weiter runtergeht und ein Brokkoli bei weitem nicht mehr den Kalziumgehalt hat, den er mal hatte. Aber ich nehme an, dass der Kalziumgehalt in Demeter-Brokkoli besser ist als aus dem Discounter. Ne? Wildkräuter sollen noch einen sehr hohen Gehalt an Nährstoffen haben. Wildkräuter, ja. Genau. Das ist wenn es jeder schafft, ne? Hm? Und nicht die großen Straßen daneben sind. Ja, Wahnsinn. Ich denke, wir sind irgendwie durch die wichtigsten Themen durch. Weiß nicht, ob du hast du noch was zu ergänzen? Haben wir irgendwas vergessen für vegane Eltern? Relevant. Ja, also ich würde, also gerade bei den Verträgen mit Kitas ist noch ein Aspekt, wenn wir, ich habe ja auch Fälle, in denen die Kinder zunächst veganes Essen kriegen und dann nicht. Mhm. Ja. Dann haben wir ein sehr starkes rechtliches Argument, dass es bereits Vertragsbestandteil ist. Also man sollte auch den Vertrag lesen. Das ist mir noch wichtig an der Stelle. Dann muss das dann da drinstehen, dass das Kind veganes Essen bekommt? Nein, das muss nicht drinstehen, aber es ist besser, es steht drin, ganz klar. Aber selbst wenn es nicht drin steht und es wird so praktiziert, habe ich bislang immer erfolgreich damit argumentiert, dass es Vertragsbestandteil war und dass das dann für die Vertragslaufzeit geschuldet ist. Mhm. Das ist so jetzt noch ein Aspekt. Also wenn es geht, das mit reinschreiben, ich weiß, dann gilt man wieder als Sonderling. Aber es gibt halt Fälle, in denen das ursprünglich erreicht wurde, dann kann man drauf pochen, das ist vielleicht noch eine Information. Und eins wollte ich noch sagen, also vegane Eltern, wenn die das einhalten, was ich gesagt habe, müssen sich keine Sorgen machen, dass ihnen das Kind weggenommen wird. Wirklich nicht. Wenn das passiert, dass veganen Eltern das Sorgerecht entzogen wird, dann nicht, weil sie Veganer sind, ja, sondern weil es andere Defizite gibt, die dann von Psychologen bescheinigt werden. Das kann man wirklich so sagen. Also es gibt generell keine Sorge. Und ich denke, Veganismus ist in vielerlei Hinsicht ein Vorteil, weil wir uns viel bewusster und viel gesünder ernähren als andere Menschen, weil wir mehr darauf achten, man sollte das eher als Chance sehen und nicht als Belastung. Super, ja, das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, ja. Ganz, ganz lieben Dank und von meiner Seite auch auf jeden Fall die Anregung, weiter zu beobachten, was du publizierst, also auch bei Peter, denn es ist so, dass sich natürlich in der Rechtsprechung auch immer etwas ändert. Ja, wenn ich da kurz noch was zu sagen darf an zukünftigen Veröffentlichungen. Also wir haben jetzt einmal Rechte des veganen Patienten. Das kommt hoffentlich dieses Jahr raus. Nächstes Jahr habe ich dann in so einem ganz klassischen Lebensmittelrechtsverlag, im Beers Verlag, habe ich eine Rechtsprechungssammlung zu dem Bereich pflanzenbasierte Ernährung. Und da geht es dann auch so um solche Fragen, welches vegane Produkt darf ich wie bezeichnen? Ja. Ganz spannend, wir haben ja jetzt ganz frisch ein Urteil, dass man Alternative zu Käse sagen darf als Produzent. Ja. Große Errungenschaft, also auch da gibt es ganz spannende Rechtsprechung. Im Folgejahr habe ich gerade einen Vertrag unterschrieben mit einem englischen Verlag, haben wir eine internationale Veröffentlichung, in der wir weltweit die Rechtslage darstellen und es ist gerade ungeheuer viel in Bewegung. Also es gibt eine riesen Nachfrage. Ich unterrichte das ja mittlerweile auch an der Uni. Also dieses Momentum, was die vegane Bewegung hat, ist einfach toll. Wir sollten alle gut gelaunt sein und mehr gute Laune, Lebensfreude und Lebensbejahung ausstrahlen. Damit erreichen wir, glaube ich, sehr viel mehr. Ja, das ist ganz toll. Wirklich super Schlusswort. Das macht, glaube ich, Mut, ne? Weil sonst viele so, oh Gott, ja.
Ja, schön. Danke, lieber Ralf. Das ist ganz, ganz toll. Du hast sehr geholfen, sicherlich, weil diese Fragen gibt es immer wieder. Genau aus diesem Grunde, eben weil es doch ein größeres Feld ist, haben wir es eben nicht im Buch drin, sondern wollten es als Interview nochmal zusätzlich auf die Seite geben. Ja, vielen Dank und viel Erfolg bei deiner Buchveröffentlichung. Danke, lieber Alles Ralf. Gute, ciao.